Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Die anstehende Mehrwertsteuersenkung ist sozusagen das Kernstück des Konjunkturpaketes der Bundesregierung. Was sie bringt, darüber unterhalte ich mich mit meinem heutigen Gast. Die am 12. Juni vom Bundeskabinett beschlossenen Maßnahmen zur Konjunktur- und Krisenbewältigung infolge der Coronavirus-Pandemie werden sich auf die Verbraucherpreise auswirken. Ziel ist, dass die angekündigte Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5% zu einer verstärkten Binnennachfrage führen. Rund 70% der im Warenkorb enthaltenen Güter sind mit dem vollen Steuersatz von 19% oder dem ermäßigten Steuersatz von 7% behaftet. Unklar ist, ob und in welcher Höhe die Senkung der Mehrwertsteuer an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird, da eine vollständige Weitergabe nicht gesetzlich verordnet ist. Auch sind die tatsächlichen Auswirkungen auf die Inflationsrate nur schwer abschätzbar, da die Preisentwicklung insgesamt auch von vielen anderen Effekten bestimmt wird. Und zu Gast im Studio zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Alexander Micheluti. Sie sind Partner von Ebner Stolz Stuttgart. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Holen Sie uns mal ab. Also eigentlich ist es doch so, dass die Mehrwert-Umsatzsteuer bei den Unternehmen abgeführt werden muss, wiederum an den Staat. Das heißt, eine Senkung bringt ja erstmal gar nichts, oder? Das ist richtig. Zunächst mal bringt es gar nichts den Unternehmen. Den Unternehmen bringt es wirklich nur was am Ende aller Tage, wenn wirklich die Konjunktur dann auch anläuft und angestoßen wird durch dieses Konjunkturpaket und durch diese Mehrwertsteuersenkung. Heißt, die Unternehmen sollten diese Senkung im Prinzip weitergeben an ihre Kunden, also sprich an den Endverbraucher. Wie ist denn die Stimmung da draußen? Machen die das auch? Ja, also die Stimmung geht schon in die Richtung, dass sie es machen wollen und werden. Es ist auch ein gewisser Druck sicher da, dass Verbraucher schon ziemlich genau drauf schauen, was passiert denn jetzt eigentlich in den Preisen. Das geht eher in die Richtung bei höherpreisigen Artikeln. Da wird es sicher etwas verstärkter kommen. Im Laden, wie jetzt zum Beispiel beim Lebensmitteleinzelhändler oder so, da wird man da jetzt nicht extra irgendetwas Besonderes noch dazu kaufen. Ich glaube, da ist der Druck nicht ganz so groß. Heißt unterm Strich dann eine doch verpackte Autoprämie? Ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Bundesminister, der das schon angedeutet hat, dass es so eine Art verkappte Prämie für die Automobilindustrie ist. Ja, in die Richtung könnte man denken. Und ich glaube auch, dass schon höherpreisige Produkte eher zum Nachdenken anregen bei der Konjunkturlage. Heißt aber beispielsweise auch Immobilien oder wenn ich jetzt meinen Garten irgendwie sanieren möchte, quasi auch alles, was hochpreisige Handwerkerleistungen angeht, richtig? Korrekt. Auch dort wird ziemlich genau natürlich drauf geschaut werden, was denn jetzt eigentlich die Preisentwicklung dort aussagt. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere dann eher mal einen Handwerker beauftragt, um seinen Garten zu richten, um seine Mauer zu streichen oder was auch immer. Das wird schon in die Richtung marschieren. Also eher höherpreisig als bei den niedrigpreisigen Segmenten. Heißt aber im Prinzip auch, seitdem das bekannt wurde, hält man solche Käufe erstmal zurück, richtig? Ja, das kann ich aus meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe jetzt auch ein E-Bike bestellt, hätte ich schon abholen können im Zweifel und ein bisschen Druck machen können. Jetzt habe ich dem Händler natürlich auch angerufen, gesagt, wart bitte bis nach dem 1.7. Das macht immerhin auch nochmal 60, 70 Euro aus. Also insofern, klar, daran denkt man als allererstes. Ist im Übrigen auch der Grund, warum man diese Gesetzesänderung nicht nach hinten schieben möchte, sondern man möchte sie recht zeitnah machen. Das hat Olaf Scholz recht deutlich gesagt. Man möchte es recht zeitnah machen. Warum? Naja, aus dem einfachen Grund, weil sonst warten alle mit ihren Investitionen ab. Das soll ja eine Konjunkturspritze kurzfristiger Art sein. Das soll jetzt wirken und losgehen und nicht irgendwann mal in ein paar Monaten. Na, ich sag mal so, also für die Unternehmen ist das schon brutal, was sie jetzt aufgrund dieser kurzen Zeit realisieren müssen. Du hast ein Preisgefüge, du hast deine Kassen, deine ERP-Systeme mit allem drum und dran und jetzt sollst du das Ding von heute auf gleich umstellen. Können die denn das überhaupt? Also Herr Benzmann, das ist genau das Problem, wo die Unternehmen bei uns widerspiegeln. Wir machen jetzt gerade am laufenden Meter Infoveranstaltungen mit einem Zulauf über 1000 Leute jeweils. Die Unternehmen haben wirklich die Sorge, das innerhalb der kurzen Zeit richtig umsetzen zu können. Es ist mit sehr viel Bürokratie und auch die IT-Systeme natürlich müssen angepasst werden. Mit dem Ganzen ist es verbunden. Das ist schon ein ganz großes, starkes Brett, was da durchgebohrt werden muss bei den Unternehmen. Was passiert, wenn ich es nicht schaffe bis zum 1. Juli?
Ja, dann habe ich echte Themen erstmal, weil ich muss gucken, dass ich es irgendwie umgesetzt bekomme. Ich muss ja die Preise, wenn ich es möchte, muss ich sie natürlich anpassen. Ich muss die ERP-Systeme anpassen. Das heißt, die Buchhaltung geht ab 1.7. natürlich normal weiter. Es wird gebucht. Die Kassen, ganz klar, da stehen ab 1.7. natürlich die Kunden an der Kasse und wollen dann natürlich einen Kassenbon rausbekommen, wo dann draufsteht 5% bzw. 16% und nicht 19% und 7%. Also das ist schon echt eine große Herausforderung. Und da werden auch schon zum Teil Nachtschichten dann gefahren. Viele sind ja auch total verunsichert. Also wann denn jetzt überhaupt diese Steuersenkung greift? Was ist, wenn ich jetzt was bestellt habe, aber das kommt erst im Juli, wenn ich jetzt eine Anzahlung gemacht habe und das kommt auch erst später? Gibt es da so eine, sag mal, pauschale Regel, dass es halt jeder begreift, wie es funktioniert? Ja, also Herr Benzmann, wenn man etwas sagen kann und was wirklich klar ist, dann ist es immer der Zeitpunkt der Lieferung bzw. der Zeitpunkt der Leistung, die erbracht wird. In dem Moment ist der Steuersatz gültig, der halt aktuell da dann auch entsprechend reglementiert ist. Das bedeutet, mir bringt es nichts, vorher eine Rechnung oder nachher eine Rechnung zu bekommen. Mir bringt es nichts, dass ich schon mal Geld jetzt in die Hand nehme und anzahle oder später in die Hand nehme und anzahle, letztlich oder vielleicht auch die gesamte Rechnung zahle. Das bringt mir alles nichts. Der Zeitpunkt der Leistung und Lieferung ist maßgebend und nichts anderes. Es ist relativ unumstößlich. Eine solche Umstellung, Sie haben es gerade beschrieben, ist ja erstmal mit Aufwand verbunden. Also ich will es mal so sagen, als Unternehmer habe ich jetzt einen Wahnsinnsaufwand, das Zeug umzustellen. Das bezahlt mir ja erstmal keiner. Ganz im Gegenteil, ich muss jetzt noch irgendwie einen Rabatt weitergeben. Also geht nicht der Schuss nach hinten los. Naja, also dieser Aufwand, der ist definitiv mal nicht zu vernachlässigen. Ich habe es ja gerade skizziert, das ist schon ein Riesenbrett. Die Hoffnung, die da drin steht und steckt, ist ja eigentlich, dass die Konjunktur dadurch angeregt wird. Das heißt, dass die Verbraucher jetzt verstärkt einkaufen, Investitionen tätigen, die Wirtschaft jetzt anstoßen, die ja, das ist unumstritten, natürlich völlig ins Stocken geraten ist. Und das ist genau der Effekt, auf den man zählt. Also das, was dann angestoßen wird, dieses Mehr an Umsätzen, das man jetzt versucht zu generieren, um wieder in ein Normalmaß möglichst reinzukommen, das soll das kompensieren und darüber hinausgehen, was es an Kosten für die Umstellung eigentlich bedeutet. Ja, ich frage mich natürlich schon, wie die Kauflaune der Deutschen aktuell ist, wenn sie, um es mal überspitzt zu sagen, Angst um ihren Job haben müssen, wie Ihre Einschätzung ist. Dazu möchte ich gleich Sie befragen. Bis gleich, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Alexander Michelutti, Partner von Ebner Stolz Stuttgart. Wir sprechen über die anstehende Mehrwertsteuersenkung. Will mal so sagen, beabsichtigt ist, dass mehr konsumiert wird und damit die Konjunktur richtig angeworfen wird. Aber viele der Menschen, die da draußen sind, haben schlichtweg Angst um ihren Job, halten die Kohle eigentlich gefühlt eher zurück. Also das heißt, vielleicht wird das ja auch ein Blindgänger werden. Ja, aber die Situation ändert sich ja dadurch nicht. Das ist so die Denke der Bundesregierung. Die Situation ändert sich nicht mit der Konjunktur, mit der Angst. Wir können sie nur noch in ein besseres Licht hineinführen. Deshalb schaffen wir für dich, lieber Konsument, einen Anreiz, dass du doch ins Kaufen kommst. Naja, aber so richtig bemerkbar macht sich das ja nicht wirklich. Also nehmen wir mal 100 Euro Einkauf. Ja, das sind es knapp 2 Euro Ersparnis, die man da drin hat, wenn die Preise natürlich oder diese Vergünstigung weitergegeben wird. Das ist unabhängig, ob ich die 16% oder 5% habe. Das bewegt sich immer so um die 2 Euro rum. So kann man auch ganz grob kalkulieren. 2 Euro je 100 Euro bedeutet niedrigpreisig. Lohnt sich wahrscheinlich nicht so richtig, aber wenn ich mir jetzt gerade irgendein E-Bike kaufe, irgendein Auto kaufe, Handwerkerleistung in größerem Umfang mache, lohnt sich das doch deutlich mehr in meinem Geldbeutel. Aber nur, wenn das Unternehmen das auch weitergibt. So ist es. Ich habe vorhin über den Aufwand gesprochen. Also du hast ja zweimal eigentlich den Aufwand, nämlich jetzt zur Umstellung und dann nach einem halben Jahr wieder, wenn das ganze Rad wieder zurückgedreht wird, macht es nicht, also verpufft dann nicht der ganze Effekt? Ja, das könnte sehr gut sein, dass es beim ein oder anderen Unternehmen verpufft, weil der Verwaltungsaufwand nicht nur einmal da ist, der ist wie gesagt zweimal da. Aber Sie haben natürlich dann auch zweimal die Konjunkturspritze. Sie haben die jetzt einmal, dass Sie am Anfang vielleicht einen guten Anlauf haben und zum Ende hin so ein bisschen die Torschusspanik. So ist, glaube ich, der Gedankengang der Bundesregierung, wie man die Konjunktur ins Laufen bringen kann. Naja, aber ich will mal so sagen, du kannst das Geld nur einmal ausgeben. Also das heißt, auch wenn du jetzt den Kauf vorziehst sozusagen, dann fehlt ja halt
später. Also dann geht es im ersten Halbjahr 2021 irgendwie uns allen wieder schlecht. Korrekt, aber genau da setzen auch viele Skeptiker dann an, die dann sagen, ja, also diese Effekte, die können eben nur einmal da sein und es könnte sein, dass es dann halt später eben nicht mehr so weitergeht. Spannend ist ja auch, und damit kommen wir so langsam zum Ende unserer Sendung, zu betrachten, was sonst so in Europa passiert. Also die Deutschen, die machen jetzt mal hier so eine Mehrwertsteuersenkung. Alle haben Aha gerufen sozusagen und manche ziehen nach. Die Österreicher zum Beispiel gleich. Haben wir jetzt eine europaweite Inflationsspirale am Laufen vielleicht? Ja, also es ist für uns auch sehr erstaunlich gewesen, dass es jetzt so schnell dann auch kommt. Es kommt zum 1.7. voraussichtlich, ist so geplant wohl in Österreich, dass man dort auch für Gastronomie und für die Verlage, also auch für Bücher, deutschsprachige Bücher, den Steuersatz von 10% bzw. 20% auf 5% herabsenkt. Zufälligerweise genau derselbe Satz, der bei uns ab dem 1.7. dann herrscht. Aha, da hat man sozusagen ein bisschen Angst gehabt, dass es dazu Abwanderung kommt. Das könnte sein, dass man genau diese grenznahen Regionen vor allen Dingen im Blick gehabt hat in der Gastronomie, aber natürlich auch beim Buchhandel, dass auch der Buchhandel in Österreich mit derselben Bepreisung reingeht wie der Buchhandel in Deutschland. Mal schauen, ob das dann wirklich so ist. Ja, Michel Luthi, Ihre abschließenden Tipps A für den Unternehmer und B für den Konsumenten. Also für den Unternehmer ganz klar, bitte die Themen jetzt angehen, macht auch jeder. Bitte auch den 31.12. im Blick haben, weil da kommt die nächste Umstellung und dann sind sie hoffentlich einigermaßen gut aufgestellt und kommen gut über die Runden. Für den Privatkonsumenten, wie bei mir mit meinem E-Bike, natürlich schauen, jetzt dann schon die Konjunktur anstoßen, heißt kaufen. Natürlich Investitionen, die man eh vorhat, dann vorziehen, wenn es möglich ist. Und dann natürlich auch den regionalen Anbieter mal wählen, weil auch denen tut es natürlich gut. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Schön, dass Sie hier waren, Alexander Michel Luthi. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier beim Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in einer Woche wieder einschalten oder gleich dranbleiben. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.